Wissen Sie, was ich an meiner Kindheit so geliebt habe? Das waren Sonntage mit der Familie. Nur mein Vater, meine Mutter und ich unter eine Decke gekuschelt, vor dem Fernseher versammelt, zur Hitler-Doku-Dauerschleife. Morgens 9:30 in Nazi-Deutschland. Das Frühstückchen mit Guido Knoppers Onkel Adolf Picture Show. Hitlers Helfer, Hitlers Hunde, Hitlers geheimer Apfelstrudel. Danach das Ganze nochmal in Farbe, psychedelisch nachkoloriert, als hätte man was eingeworfen. Das lief immer auf diesen Nachrichtensendern, NTV und N24. Allerdings war ich noch sehr jung und habe damals fest geglaubt, dass Nachrichtensender nur Nachrichten senden. Für mich waren das keine Dokus. Das war die Frontberichterstattung. Und zwar live. Ich bin in einem Krieg aufgewachsen, der seit 40 Jahren vorbei war. Das heißt, ich habe noch mitgefiebert. Nehmen wir die Ardennen jetzt ein? Können wir Berlin noch halten? Dreht der irre Ivan durch? Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie das Ganze ausgehen wird. Zumal ich immer sehr früh schlafen gehen musste. Dann habe ich meine Eltern angefleht, dass sie mir den Rest auf Kassette aufzeichnen. Weswegen ich am Montagmorgen immer so durch den Kindergarten gerannt bin, aus Angst, dass irgendwer was spoilert. Nur irgendwann wurde ich stutzig. Nicht, weil vieles in Schwarz-Weiß war. Da dachte ich noch, Winterkrieg, schlechter Empfang. Goebbels hat in Babelsberg wieder den falschen Knopf gedrückt. Nein, es war was anderes. Bei NTV war es nämlich so. Oben sah man General Paulus mit Gänsehaut vor Stalingrad und unten liefen die Aktienkurse. Und da war ich verwirrt, weil unten stieg der Kruppstahlkurs. Oben aber zertrümmert gerade eine betrunkene Babuschka den Panzer mit ihrem Samovar. Aus Versehen. Und das ging für mich nicht zusammen. Wieso ist die Volkswagen-Aktie im Keller, wenn Hitler doch erst in diesem Moment das VW-Werk in Wolfsburg eröffnet? Und da dämmerte mir langsam, eins von beiden ist nicht aktuell. Wir haben offenbar verloren. Aber was soll's, nach dem Krieg ist vor dem Krieg. Und das Wichtigste für mich war, dass wir gemeinsam ferngeschaut haben. Eine Familie, ein Sofa, ein Sender. Und danach haben wir immer noch Risiko gespielt, dieses Brettspiel. Das ist besser als jede Familienaufstellung. Heute aber schaut jeder für sich allein. Isoliert und abgeschottet kompostieren wir onanistisch jeder vor dem eigenen Bildschirm. Wir leben in einer sozialen Eiszeit. Und das Schlimmste, kein Mensch schaut mehr Hitler. Niemand interessiert sich für Massenmörder. Jetzt wollen alle Serienkiller. Im Kino, im Fernsehen, Netflix quillt über. Serienkiller, Charles Manson hier, Ted Bundy da. Und die Weiber drehen durch. Wegen Ted Bundy rodeln die auf Vaginalsekret davon. Netflix hat öffentlich bekundet, ihnen ist ein wenig unwohl, dass wegen ihrer Serie jetzt im Internet zahllose Frauen einen nekrophilen Vergewaltiger anhimmeln. Ich dachte, das ist die logische Konsequenz von MeToo. Nur Psychopathen trauen sich noch bei Frauen den ersten Schritt zu machen. Und klar, Ted Bundy war sicher ein Mann, der eine Frau auf Händen trug. Weil er ihr vorher die Beine abhackte. Der hat 40 Frauen getötet. Wie kann man sich in Ted Bundy verlieben? Ich war in Al Bundy verliebt. Das ist, ja. Aber ich weiß, so ein Serienkiller, der entspricht eben dem heutigen Lifestyle. Der Urban, Bobo, Hipster, Artist, Pumpkin, Spice, Poetry, Slam. Ich wechsle nicht mehr meinen Partner, sondern nur mehr mein Geschlecht. Und der Serienkiller ist auch so ein kleiner Unternehmer.
macht alles von zu Hause aus. Ja. Und seine Morde haben Charakter. Wie ein guter Streetfood-Burger. Da wird das Fleisch von Hand gehackt. Richtig Vintage. Und bis zur Schlachtung haben seine Opfer Auslauf. Er sticht nur ins Fleisch von glücklichen Leuten. Er tötet Individuen. Hier zählt noch der Mensch. Er schaut ihnen auch tief in die Augen, die er mit Schraubenziehern entfernte. Er ist mit Herzblut bei der Sache, nicht sein eigenes, aber gut. Er gibt seinen Opfern das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Er steckt sie nicht in Schubladen. Nein, er steckt sie in Tiefkühltruhen, weil er so schrecklich nachhaltig ist. Wenn Sie sich so ein Gemetzel ansehen wollen, bitte. Aber wo ist da der pädagogische Wert? Wo ist da der Bildungsauftrag? Hitler-Dokus, das bringt sie menschlich weiter. Hitler-Dokus. Für den latenten Faschist in uns allen sind Hitler-Dokus wie ein Methadon-Programm. Klar hält man die Fernbedienung danach etwas höher als nötig. Aber lassen Sie das zu. Machen Sie das jeden Sonntag, spielen Sie danach Risiko, fallen Sie in Jakutien ein, ohne davor gewürfelt zu haben. Und ich schwöre Ihnen, von Montag bis Samstag sind Sie ein normaler Mensch. Dankeschön. Ach so, abonnieren Sie diesen Kanal, dann wird's lustig. Ihr Puffpaff.